Wir haben ja europapolitisch, Aachen ist auch, bezeichnet sich ja auch als Europastadt, im Grunde genommen eine historische, wie soll ich sagen, Schlüsselsituation. Es passieren sehr, sehr weitreichende Ereignisse gegenwärtig. Gestern ist der Brief von Theresa May nach Artikel 50 zum Austritt aus der EU eingegangen. Es beginnen jetzt die Brexit-Verhandlungen. Ich habe auch dazu heute im Phoenix zum Beispiel ein Interview gemacht. Und das ist natürlich erstmal ein Ausdruck einer Krise auch für die europäische Integration, für die europäische Entwicklung. Über die Ursachen dieser Krise wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert. Ich will daran erinnern, dass kurz nach dem Referendum in Großbritannien, wo die Mehrheit sich für den Austritt ausgesprochen hatte, dass kurz danach, noch wenige Tage nur danach, Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident verkündet hat, dass diese Freihandelsabkommen CETA mit Kanada, TTIP, keine gemischten Abkommen sein sollen, sondern sozusagen auf der europäischen Ebene verabschiedet werden sollen. Das ist nachher später zurückgezogen worden. Das zeigt die mangelnde Sensibilität, die auch in führenden EU-Eliten da ist, was europakritische Stimmungen auch in vielen Teilen der Bevölkerung angeht. Gestern ist dieser Brief eingegangen. Das ist ein unglaublich komplizierter Prozess, der jetzt vor der EU einerseits und auch vor Großbritannien andererseits steht. Ich bin auch nach London gefahren, habe mich dort erkundigt über die Situation, über die Gründe auch des Brexits, aber auch über die Art und Weise der Verhandlungsstrategie. Und ich bin zurückgekommen mit dem Bild, dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch, das mag heute anders sein, aber zu dem Zeitpunkt keine Strategie wirklich gibt und vor allen Dingen auch keine richtige Kapazität. Solche Verhandlungen, weil die Briten müssen jetzt über Dutzende Freihandelsabkommen, Handelsabkommen mit vielen Teilen der Welt auch neu verhandeln. Also ich weiß noch gar nicht genau, wie das am Ende innerhalb von 2 Jahren, das ist der Zeitraum, der vorgesehen ist nach Artikel 50, wie das bewerkstelligt werden soll. Aber wir werden im Bundestag uns jetzt auch beschäftigen mit den sehr konkreten Auswirkungen, die der Brexit für zum Beispiel die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen haben wird und auch die Verhandlungen sozusagen versuchen, soweit uns das möglich ist, im Wahljahr auch, wo der Bundestag selten tagt, das trotzdem von der parlamentarischen Seite zu begleiten und zu beobachten. Aber gleichzeitig sagen wir immer sehr, sehr deutlich, dass die EU in der aktuellen Art und Weise, wenn sie primär eine neoliberale Politik macht, wenn sie viele intransparente und undemokratische Entscheidungsformen entwickelt, dass sie letztlich das produziert, wovor sie jetzt auch Angst hat, nämlich den aufsteigende EU-Skepsis, der dann in vielen, vielen Ländern auch von rechten, von rechtspopulistischen, von rechtsextremen Kräften genutzt wird. Wir wollen das nicht, wir kritisieren beides. Wir kritisieren die neoliberale Ausrichtung und undemokratische Ausrichtung der EU, aber wir kritisieren natürlich besonders scharf den Aufstieg der Rechtspopulisten, der Wilders-Partei in den Niederlanden, der Front National in Frankreich und natürlich auch der AfD hier in Deutschland. Die sollen daraus aus dieser Krise keinen Honig saugen. Es sind ja jetzt in diesem Jahr viele Wahlen, nicht nur die Landtagswahlen in NRW, die sind natürlich unglaublich wichtig für die Entwicklung auch in Deutschland, für die Bundestagswahl. Aber wir haben die Wahlen in den Niederlanden gehabt. Wir werden Präsidentschaftswahlen haben in Frankreich und kurz danach sogar auch direkt Parlamentswahlen dort und natürlich die Wahlen in Deutschland. Und es gibt, ich bin da, was das Thema gerade angeht, einigermaßen hoffnungsvoll. Die Wilders-Partei, die Partei vor der Freiheit, wie sie sich nennt,
ist weit unter ihren Erwartungen geblieben bei den Wahlen in den Niederlanden. Sie hatte erwartet, stärkste Partei zu werden. Ich glaube auch nicht, dass die Front National es schaffen wird in Frankreich. Und es sieht nicht danach aus. Und vor allen Dingen über einen Punkt freue ich mich besonders, dass es sehr starke Anzeichen gibt, dass die AfD in Deutschland den Zenit überschritten hat. Bei den Wahlen im Saarland waren es nur noch 6%, nachdem die Umfragen noch einige Wochen vorher über 10% ausgewiesen haben. Die letzten zwei Umfragen haben die AfD jetzt auch hinter den, da ist die Linke wieder drittstärkste Partei und die AfD schwächer. Und heute habe ich gehört, dass Frauke Petri sich überlegt, sich zurückzuziehen. Sie sagt, es gibt auch Alternativen zur Politik. Ich hoffe, dass diesen Überlegungen auch Taten folgen. Es wäre, glaube ich, eine gute Alternative für dieses Land. Aber das Problem bleibt natürlich, was die weitere Entwicklung der EU angeht. Die Europäische Kommission unter Leitung von Juncker hat jetzt ein Weißbuch rausgegeben. Ein Weißbuch ist so ein Dokument, das so grundlegende Debatten über die Zukunft anregen will. Und in diesem Weißbuch werden 5 Szenarien aufgemacht von der Kommission über die Zukunft der EU. 5 Alternativen. Und jetzt sollen sozusagen so europaweit darüber diskutiert werden, welches dieser 5 Szenarien man will. Da sind überwiegend Szenarien, entweder mehr Integration oder unterschiedliche Geschwindigkeiten oder Desintegration. Aber es ist neu, ganz neu in der Europäischen Union, dass überhaupt über solche Alternativen diskutiert wird. Bislang war es immer so, dass sozusagen der Integrationsprozess relativ eindimensional stattgefunden hat. Es gibt eine offenere Diskussion, das finde ich gut. Leider sind die Kernforderungen, die wir haben, wie Europa sich organisieren sollte, in diesen 5 Szenarien nicht abgebildet. Wir fordern vor allen Dingen, dass Europa erheblich sozialer wird. Das ist ja eines der Grundprobleme der europäischen Verträge, die vor allen Dingen in den 90er Jahren mit dem Maastricht-Vertrag und in den 2000er Jahren mit dem Lissabon-Vertrag verabschiedet worden sind, dass in diesen Grundverträgen eine einseitig neoliberale Wirtschaftspolitik festgeschrieben ist, ganz im Unterschied zum Beispiel zu unserer Verfassung, zum Grundgesetz oder zu anderen Verfassungen. Und das entsprach dem Zeitgeist der 90er Jahre, der 2000er Jahre. Aber es ist eine Einengung und wir fordern zum Beispiel zusammen mit den Gewerkschaften, dass eine soziale Fortschrittsklausel eingefügt wird, dass es wesentlich mehr demokratische Rechte gibt. Aktuell ist es so, dass die Ungleichheit in Europa steigt, sowohl innerhalb der Länder, die Einkommensungleichheit, die soziale Ungleichheit, sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern. Und in einem solchen Prozess kann europäische Integration letztlich nicht funktionieren. Deswegen fordern wir ein starkes, ein klares Umsteuern, eine Neuorientierung der Europäischen Union. Und ich glaube, das ist dringend notwendig. Es gibt ja jetzt seit einigen Wochen eine neue Bewegung. Ich habe mir das auch am Sonntag hier in Aachen mit einigen von euch angeschaut, die Pulse of Europe, Puls Europas. Und mal unabhängig davon, was die Motive der Organisatoren und Initiatoren sind, ich glaube, sie haben jetzt kein Interesse an einer tiefgreifenden Europadiskussion, fand ich es schon auffällig, und das haben mir auch Genossinnen aus anderen Städten so berichtet, dass es sehr viele Menschen gibt, die wirklich Sorgen haben, dass der Zustand vor der europäischen Integration, also der Zustand von 2 Weltkriegen, wiederhergestellt wird, dass es wieder Grenzen gibt, dass es wieder scharfe Konflikte auch vielleicht dann zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und Großbritannien gibt, dass so der Gedanke der Völkerverständigung schon für viele ein wichtiges Motiv ist,
auch da jetzt auch unter Europa fahren, auf die Straße zu gehen. Wir haben deshalb einen offenen Brief geschrieben an die Initiatoren von Pulse of Europe und haben ganz gute Medienresonanz gekriegt für diesen offenen Brief, noch keine Antwort. Aber ich bin mal sehr gespannt, weil wir wollen wirklich darüber diskutieren, wie muss auch Europa sich entwickeln, dass letztlich die Kooperation, die Integration ein Erfolgsmodell wird, dass die Menschen wirklich auch am Ende was davon haben und deshalb dahinter stehen. Also das, da bin ich sehr gespannt. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen. Ich warte auf die Antwort. Ich glaube, sie wird auch kommen, weil es tatsächlich auch in den Medien aufgegriffen worden ist. Vielleicht noch ein, ja, wenn man darüber redet, über zwei Weltkriege und über die notwendige Versöhnung zwischen den Ländern, die in zwei Weltkriegen sich bekriegt haben. Da steht natürlich an erster Stelle, auch gerade hier im Aachener Raum, die deutsch-französische Aussöhnung, die ein großartiges historisches Errungenschaft ist, die nie in Frage gestellt werden sollte. Und ich weiß, gerade in Frankreich ist es noch sehr viel präsenter, auch bei der Jugend in Frankreich, was diese zwei Weltkriege bedeuteten. Aber wir reden ja nicht nur über die deutsch-französische Aussöhnung. Es ist die deutsch-britische Aussöhnung ein bisschen. Und deswegen sage ich auch aktuell immer bei diesen Brexit-Verhandlungen, Großbritannien bleibt Teil von Europa. Und wir brauchen faire Verhandlungen, wir brauchen hier kein Säbelrasseln und Bestrafungsmentalitäten. Aber es bedeutet letztlich auch die deutsch-russische Aussöhnung. Und das ist wirklich frappierend, auch in den Debatten jetzt zu 60 Jahre römische Verträge und Friedensprojekt EU, dass und der Bezugnahme auf die zwei Weltkriegen, dass die Frage, ein großer Kriegsgegner, einer, den auch Deutschland überfallen hat, Russland war, die meisten Opfer hatten im Zweiten Weltkrieg, dass das in diesem Diskurs überhaupt keine Rolle spielt. Und da will ich einfach sehr deutlich sagen, wir treten ein, letztlich für ein gesamteuropäisches Haus, auch unter Einbeziehung Russlands, keinen Block gegen Russland, keinen neuen Kalten Krieg, keine neue Aufrüstung, wie sie jetzt geplant wird, mit dem 2%-Ziel der NATO, mit auch Strukturen auf europäischer Ebene, die in Richtung Militarisierung gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, das immer wieder zu betonen. Ich glaube, das ist auch ein Markenkern der Linken im Bundestag, dass wir immer wieder auch sagen, Europa ist letztlich auch größer als die EU. Da gehört auch Russland dazu. Wir wollen eine Aussöhnung mit Russland. Wir wollen ein kollektives Sicherheitssystem. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, keine neue Aufrüstung. Und ich sage euch mal eine Sache gestern Morgen. Ich weiß nicht, wer das wahrgenommen hat. Es ging ein bisschen durch die sozialen Medien. Habe ich entdeckt, dass es eine Stellenanzeige auf berlin.de, also wo Jobs auch angeboten wurde, offizielle Stellenanzeige vom Jobcenter, wo Menschen, russischsprachige Menschen, gesucht wurden für eine unbefristete Stelle, um als Statisten auf der US-Militärbasis in Hohenfels den Krieg zu üben. Das ist kein Witz, das ist eine offizielle könnt das bei mir auf Facebook, habe ich das verlinkt, könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich finde solche Sachen ungeheuerlich und sowas darf nicht sein. Wir wollen diese Stimmungsmache nicht. Wir wollen auch, wenn wir über Europa reden, auch wirklich darüber reden, dass wir Frieden in ganz Europa haben und nicht nur sozusagen in einem Teil Europas. Okay, ich hätte gern noch einiges zur Türkei erzählt, aber die Sarah ist schon da, wie ich höre. Und deswegen höre ich hier auf. Und ich denke, Sarah Wagenknecht, sie hat ja auch am Montag auf einer sehr, sehr gut besuchten und sehr gut wahrgenommenen Veranstaltung im Bundestag zur Türkei und zu den deutsch-türkischen Beziehungen gesprochen. Sie wird auch sicherlich dazu einige Worte sagen.
Und ich freue mich, Sarah, dass das noch geklappt hat. Du kannst eigentlich direkt hier hochkommen. Bitte schön, Sarah Wagenknecht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss meine Rede mit einer doppelten Entschuldigung anfangen. Zum einen, dass ich jetzt erst da bin, der Flug hatte dick Verspätung und die Autobahn war verstaut. Zum zweiten, dass ich in etwa 10 Minuten schon wieder los muss, weil ich eigentlich seit um 19 Uhr in Düren die nächste Veranstaltung habe. Und ihr kennt in etwa den Weg von hier nach Düren. Also wenn ich 19 Uhr hier losgehe, heißt das, dort wird auch 40 Minuten auf mich gewartet. Aber ich wollte auf jeden Fall noch hier vorbeikommen, weil es mir einfach wichtig war, auf dieser Veranstaltung zumindest ein paar Worte zu sagen. Denn wir stehen ja jetzt in den Anfängen unseres Landtagswahlkampfes. Dieses Wahljahr wird mit der Wahl in NRW natürlich eine Schlüsselwahl haben. Im Herbst ist die Bundestagswahl. Und ich denke, wenn man sich die politische Landschaft anguckt, auch die politische Entwicklung in Deutschland, ich finde, das zeigt unglaublich deutlich, es darf nicht immer nur ein Weiter-so geben und es muss endlich aufhören, dass immer Parteien bei Wahlen gestärkt werden, die für ein Weiter-so von Rentenkürzungen, schlechten Löhnen, ungerechten Steuern stehen. Die Linke steht für soziale Gerechtigkeit und zwar nicht nur in Wahlkampfreden, sondern wirklich auch in unserer Politik. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir in Nordrhein-Westfalen in den Landtag kommen, damit wir dort Frau Kraft Beine machen können, sich endlich mal um soziale Fragen zu kümmern. Ich meine, wir kennen das, im Wahlkampf wird immer ganz viel versprochen. In NRW hat Frau Kraft ja jetzt angekündigt, dass sie auch Kita-Gebühren abschaffen will. Da kann ich nur sagen, liebe Frau Kraft, das hätten Sie auch in den letzten 7 Jahren längst machen können. Natürlich gehören Kita-Gebühren abgeschafft, natürlich gehört Bildung kostenlos. Wir haben damals, als wir die Regierung toleriert haben, mit dazu beigetragen, dass zumindest Studiengebühren abgeschafft wurden. Aber es gibt immer noch so viele Arten, wie Studium, wie Bildung vom finanziellen Geldbeutel abhängig gemacht wird. Das muss aufhören. Es muss endlich die öffentliche Hand mehr in Bildung investieren. Und wer das wirklich will, der muss allerdings dann auch den Mut haben, und das könnte ein Land mit dem Gewicht von Nordrhein-Westfalen sehr wohl im Bundesrat mit uns dafür zu streiten, dass es in Deutschland endlich eine ordentliche Besteuerung von großen Vermögen gibt, von Millionärsvermögen. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja nicht nur sehr viel Armut, es gibt auch unglaublich viel Reichtum. Und das eine hängt ja mit dem anderen auch ganz direkt zusammen. Nicht zufällig ist ja die Zahl der armen Rentner, die Zahl der armen Kinder ziemlich parallel zur Zahl der Multimillionäre und Milliardäre gewachsen. Wir sagen, ein Land, das sich solche Rekorde leistet, Armutsrekorde und Reichtumsrekorde, ein solches Land hat eine kranke Gesellschaft. Wir wollen, dass sozialer Ausgleich und wirklich gerechte Verhältnisse herrschen. Und deswegen sagen wir, die Politik muss den Mut haben, den Reichen an den Geldbeutel zu gehen. Nur dann hat man auch mehr Geld für Bildung, für gute Pflege und für ordentliche Krankenhäuser. Ich meine, gerade Nordrhein-Westfalen ist ja auch eines der Länder, wo es besonders viel Armut gibt, besonders viel Kinderarmut. Sehr, sehr viele Kinder müssen mit der Grunderfahrung aufwachsen, dass sie von den ganzen schönen, bunten Dingen, die sie vielleicht im Fernsehen sehen, die andere Altersgenossen genießen können, dass sie davon ausgeschlossen sind. Und ich finde, das ist auch ein Armutszeugnis für ein so reiches Land, dass es nicht in den Griff bekommt, endlich zu verhindern, dass Kinder in Armut aufwachsen, sondern im Gegenteil. Das ganze Hartz-IV-System hat natürlich auch Kinderarmut in einer Weise verschärft und verstärkt, wie es überhaupt nicht verantwortbar ist. Und deswegen sagen wir auch, es reicht nicht, wenn die SPD jetzt darüber diskutiert, kleine kosmetische Korrekturen an der Agenda 2010 vorzunehmen. Die Agenda 2010 hatte keine Fehler. Die Agenda 2010 war der Fehler. Und wir sagen, das muss zurückgenommen werden. Das waren die falschen Gesetze. Ich meine, es ist doch
wirklich eine unglaubliche Heuchelei, wenn jetzt teilweise so getan wird, als hätte man mit der ganzen Politik der letzten Jahre nichts zu tun und wenn alle Parteien jetzt so irgendwie mit dem Gestus von Oppositionsparteien sich in diesem Wahlkampf gebärden. Es war doch so, es haben alle daran mitgetan, außer der Linken, alle im Bundestag vertretenen Parteien haben unter dem verlogenen Stichwort der Modernisierung dazu beigetragen, dass das Steuersystem immer ungerechter geworden ist, dass ein riesiger Niedriglohnsektor entstanden ist, dass auf der anderen Seite eben auch immer mehr prekäre Jobs legalisiert wurden, wie Leiharbeit, wie sachgrundlose Befristung. Das waren doch Gesetze, die das ermöglicht haben, dass die Renten immer mehr gekürzt wurden. Das war alles Politik und deswegen sage ich, wer nicht bereit ist, Hartz IV, Rentenkürzungen und prekäre Jobs zurückzunehmen, dort wirklich Gesetze auch zu ändern, der soll auch nicht mehr von sozialer Gerechtigkeit reden. Wir wollen wirklich soziale Gerechtigkeit, das heißt, wir wollen diese falschen Gesetze zurücknehmen, wir wollen sozial gerechte Gesetze in diesem Land durchsetzen, aber dafür brauchen wir Ihren Rückhalt, dafür brauchen wir natürlich auch Ihre Stimme, damit wir das sowohl hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen als auch im Bundestag dann wirklich mit Rückhalt und mit Vehemenz einbringen können. Ich meine, was sachgrundlose Befristung bedeutet, viele kennen es ja auch aus der persönlichen Erfahrung, aber ich habe es zum Letzten auch noch einmal durch ein ganz erschütterndes Schicksal erlebt, das mir eine junge Frau geschrieben hat. Eine junge Frau hat mir eine Mail geschickt und hat mir dargestellt, was ihr widerfahren ist. Sie hatte in der Altenpflege gearbeitet, hatte immer nur befristete Jobs. Und dann ist diese junge Frau schwanger geworden. Und was ist passiert? Der Arbeitgeber hat knallhart die Befristung auslaufen lassen. Das heißt, statt sich jetzt auf ihr Kind zu freuen, ist diese junge Frau plötzlich mit der Situation konfrontiert, dass sie arbeitslos ist, dass sie sich erstmal um ihre Existenz extreme Sorgen macht, dass sie auch direkt in Hartz IV fällt, weil natürlich das Gehalt vorher überhaupt nicht ausreichend war, um von Arbeitslosengeld zu leben. Und da muss ich sagen, das ist doch wirklich ein soziales Verbrechen, dass die Politik zulässt, dass es legal ist, wenn eine junge Frau schwanger wird, dass dann eine Befristung ausläuft. Und da muss ich sagen, habe ich überhaupt kein Verständnis. Wenn die SPD jetzt wieder mal in ihrem Wahlprogramm sagt, ja, wir wollen auch sachgrundlose Befristung verbieten, das hatte sie auch 2013 angekündigt, aber nicht bereit ist, die Mehrheitsverhältnisse, die es jetzt im Bundestag gibt dafür. Ich meine, die SPD will es, zumindest laut Wahlprogramm, wir Linken wollen es und die Grünen sagen auch, dass sie zustimmen würden und ich glaube, vor der Wahl würden sie auch zustimmen, da ist ja auch der Druck des Wahltages. Also die SPD nicht bereit ist, diese Mehrheit zu nutzen. Und dann sagen sie, ja, sie seien ja doch der Koalition verpflichtet und dem Koalitionspartner. Ja Gott, was ist denn das für ein Politikverständnis? Ist die Loyalität gegenüber Herrn Kauder oder gegenüber der Kanzlerin, ist das wichtiger als die Verpflichtung und die Verlässlichkeit gegenüber den Menschen in diesem Land und gegenüber auch anderen jungen Frauen, die sich vielleicht nicht trauen, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen, weil sie immer wieder in befristeten Jobs arbeiten müssen. Ich finde, man sollte den Menschen verpflichtet sein und darum kämpfen wir. Und das wäre wirklich ganz zentral, das in der Politik durchzusetzen. Ich meine, die Große Koalition, sehr viel Selbstbewusstsein hat sie ja offenbar nicht. Sie hat nämlich beispielsweise in ihrem Armuts- und Reichtumsbericht eigentlich vor den Folgen ihrer eigenen Politik gewarnt. Weil im Armuts- und Reichtumsbericht steht drin, die soziale Kluft würde immer größer, die soziale Schere in Deutschland, das stimmt ja auch. Und sie haben davor gewarnt, dass das so weitergeht, weil es sei doch so, wenn die soziale Schere immer größer würde, würden sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden und würden den Glauben an die Demokratie verlieren. Na, wenn die Große Koalition schon selber der Meinung ist, dass ihre Politik gefährlich ist, dann muss ich sagen, spricht das wirklich sehr dafür, diese ganze Bande abzuwählen. Weil das passt doch nicht, das geht doch nicht so weiter, das muss sich doch wirklich ändern. Aber statt daraus vielleicht mal Konsequenzen zu ziehen, statt daraus vielleicht mal das Ergebnis zu ziehen, ja, wir müssen unsere Politik ändern, wird im Gegenteil, werden die Verhältnisse im Großen und Ganzen schön geredet.
meine, im Armuts- und Reichtumsbericht steht zum Beispiel auch noch eine andere Zahl, die ich wirklich erschreckend finde und die aber das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ja ausgerechnet hat. Diese Zahl besagt, dass aufgrund der Politik, die wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland gehabt haben, inzwischen etwa 40% der Bevölkerung weniger Einkommen haben als im Jahr 1999. 40%, das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, hat heute weniger in der Tasche als im Jahr 1999. Und da stellen die sich hin und sagen, ihre Politik sei erfolgreich. Da erzählt uns Frau Merkel, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Also da muss man sich doch wirklich fragen, wer gehört eigentlich für Frau Merkel zu Deutschland? Gehören 40% da nicht dazu? Und ich finde, auch diese Art der Realitätsausblendung zeigt, da muss sich was ändern. Und das Gleiche gilt ja auch für die Außenpolitik. Das Gleiche gilt für die Außenpolitik. Ich meine, Deutschland leistet es sich, in diesem Jahr 8% mehr Geld für Rüstung und Militär auszugeben. 8%. Und ich muss sagen, ich finde auch enttäuschend, wie die Presse da reagiert. Also man soll sich mal vorstellen, die Regierung hätte beschlossen, die Renten um 8% zu erhöhen. Was für ein Aufschrei durch die Presse gegangen wäre, was die geschrieben hätten. 8% mehr Rente, das ist doch nicht finanzierbar. Da macht man sich doch völlig, da ruiniert man doch die heilige schwarze Null und was ich, was alles da geschimpft hätten. 8% mehr für Mordgerät, für Krieg, für Militär und es ist allgemein still. Und ich denke, auch das zeigt nochmal, wie wichtig die Linke ist, weil damit wenigstens eine Stimme der Vernunft im Bundestag ist, die sagt, dieser Aufrüstungsirrsinn muss gestoppt werden. Wir brauchen nicht mehr Kriegsgeld, um uns gegen irgendjemanden zu wappnen. Da muss ich dann nochmal angucken, wie viel Geld für Rüstung in diesem Land und auch auf dieser Welt verschleudert wird, jetzt schon. Also weil sie immer alle so argumentieren, wir müssten ja doch mehr ausgeben. Das klingt ja so, als hätte die NATO bis jetzt vor allem in Yogamatten investiert. Und jetzt müsse man doch mal richtig in Rüstung investieren. Gucken Sie sich die Zahlen an. Die USA, auch schon ohne Donald Trumps Aufstockung. Die USA hat aktuell ein Militärbudget von über 900 Milliarden Dollar. Die europäischen NATO-Staaten geben 300 Milliarden Dollar aus. Macht zu, die USA 600 Milliarden, die europäischen 300 Milliarden, macht zusammen 900 Milliarden Dollar für Rüstung. Und dann erzählen die uns, das reicht noch gar nicht, der böse, böse Russe, der ist so hochgerüstet, wir müssen jetzt noch mehr aufstocken. Noch mehr als 900 Milliarden. Ich meine, da gucke ich mir an, was geben denn die bösen Russen aus? Die geben 66 Milliarden Dollar aus. Ich finde, auch das ist alles noch viel zu viel, aber man kann doch nicht im Ernst. Es ist doch eine Beleidigung der Intelligenz, wenn Sie uns erzählen, man müsse diese 900 Milliarden noch weiter aufstocken, weil angeblich der böse Putin hinter der Grenze steht. Also ich muss sagen, das ist so eine zynische Politik und gleichzeitig verhungern Millionen Menschen oder sind zumindest bedroht vom Hungertod in Südsudan, in Jemen und wir haben Geld dafür, noch mehr Panzer zu kaufen. Diese zynische Politik muss beendet werden. Wir wollen endlich eine Friedenspolitik und eine, die sich mit Armut kümmert, auch weltweit. Ich meine, ich habe gerade heute wieder gelesen, die Linke, die sei ja außenpolitisch so unzuverlässig und da könne man doch nichts mit ihr zusammen machen, mit der Linken außenpolitisch. Also das erzählen Parteien, ich muss sagen, das ist ja wirklich ein Trauerspiel, die eigentlich auch mal das besser wussten. Also ich meine, die Grünen, die ja heute die eifrigsten Bellizisten sind, die hatten ja auch mal eine Vergangenheit, die aus der Friedensbewegung kam, ein Trauerspiel, wo sie sich hinbewegt haben. Aber auch die SPD. Ich meine, die SPD hatte 1989 in ihrem Berliner Programm die klare Aussage, die NATO, das ist ein Relikt des Kalten Krieges, wir brauchen eine europäische Friedensordnung. Das hat sie damals gefordert. Und heute erzählt sie, wenn die Linke das Gleiche vertritt, wir seien deswegen außenpolitisch unzuverlässig. Nein, die Linke hat immerhin noch an der Position festgehalten und wird das auch weiterhin tun. An der Position, die Willy Brandt einmal formuliert hat, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und von der Position werden wir auch nicht abweichen, egal was andere uns erzählen.
Und ich denke, auch da muss sich was bewegen, da muss sich etwas verändern. Wir brauchen endlich eine vernünftigere Außenpolitik. Wir brauchen endlich eine soziale Politik, die sich wirklich dem Sozialstaat verpflichtet fühlt, die sich vor allem den Interessen der Menschen verpflichtet fühlt. Ich meine, warum wenden sich denn tatsächlich ja viele auch von der Politik ab? Warum sind denn so viele enttäuscht? Ja, weil sie das berechtigte Gefühl haben, in der herrschenden Politik sind die Interessen irgendwelcher einflussreichen Wirtschaftsgruppen, irgendwelcher Konzernlobbyisten tausendmal wichtiger und zentraler als ihre elementaren Lebensinteressen. Das ist doch das, was die Menschen abstößt. Und gerade deswegen können ja dann am Ende auch so trübe Truppen wie die AfD auf solchen Stimmungen noch mit nach oben schwimmen. Wobei ich die Hoffnung habe, und das ist wirklich auch das, worum ich kämpfe in diesem Wahlkampf, sowohl in NRW als auch in der Bundestagswahl. Ich finde, man darf den Protest und die Wut und auch das, Unzufriedensein der Menschen. Man darf sie nicht solchen Halbnazi-Parteien überlassen, wie es die AfD ist, die in allen verschiedenen Landesverbänden überall Typen hat, die wirklich ganz klar einen braunen Anschein haben und ganz klar braune Inhalte vertreten. Das ist keine Protestpartei und es ist im Übrigen auch keine soziale Partei. Wenn man sich das Programm der AfD anguckt, die sind noch neoliberaler als die ganzen neoliberalen Parteien zusammen. Das ist keine Alternative. Wer wirklich protestieren will und wer wirklich Veränderungen in sozialer Hinsicht erzwingen will, der sollte bitte die Linke wählen, weil wir machen Druck für soziale Gerechtigkeit, wir machen Druck, egal ob in Opposition oder Regierung, ich sehe uns hier in NRW auf jeden Fall in der Opposition, aber wir brauchen eine Opposition von links im Landtag, die gibt es ja bisher nicht und solange es sie nicht gibt, solange gibt es auch keinen, der Frau Kraft nach der Wahl an ihre Wahlversprechen erinnert und der ihr tatsächlich Dampf macht und der auch dafür sorgt, und das kann man sehr wohl auch aus der Opposition, dass sie zumindest das ein oder andere wahr macht und nicht so ignorant wie nach der letzten Wahl sich über alles hinwegsetzt, von wegen kein Kind wird zurückgelassen und dann steigt die Kinderarmut immer weiter. Es braucht einer starken Linken, um hier Druck zu machen und um hier tatsächlich Veränderungen zu erzwingen. In diesem Sinne, ich danke jetzt. La war jetzt leider etwas kurz. Ich kann aber auch noch darauf verweisen, ich bin bald wieder in Aachen, nämlich am 3. Mai. Da bin ich im Zusammenhang mit der Karlspreisverleihung und der alternativen Karlspreisverleihung, werde ich auch wieder in Aachen sein. Und dann werde ich ein bisschen mehr Zeit haben, auf jeden Fall auch mehr Zeit mitbringen. Also ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen, viele von euch da vielleicht auch wieder dabei wären. Und ansonsten bitte ich noch einmal wirklich ganz, ganz herzlich, sprechen Sie mit Freunden, sprechen Sie mit Nachbarn, sprechen Sie auch mit Arbeitskollegen, dass tatsächlich Ihnen erklärt und deutlich gemacht wird, wie wichtig es ist, dass die Linke in diesen Landtag hineinkommt. Wir stehen aktuell bei 5%, aber das ist noch lange keine Gewähr. Wir müssen dort wirklich kämpfen und ich finde, es darf nicht sein, dass wir den anderen Parteien den Gefallen tun und Frau Kraft vor allem den Gefallen tun, dass die Linke wieder nicht reinkommt. Im Gegenteil, ich möchte gern die langen Gesichter der anderen Parteien sehen, wenn wir in diesem Landtag sitzen. Die wollen alle nicht, dass wir reinkommen und umso mehr müssen wir da rein. Vielen Dank.